Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier auch alles flüssig. Ich habe jetzt noch keine Testaufnahme gemacht. Also dementsprechend muss ich mich zwangsläufig überraschen lassen, was die Qualität sagt. Ich mache es derzeit auch noch in 27p, weil mein Monitor das leider nicht mitmacht. Aber da kommt hoffentlich bald ein neuer Monitor ran, dass ich dann auch in Full HD aufnehmen kann, wenn ihr das möchtet. Beziehungsweise ich werde es auf jeden Fall machen, da ich mir selbst als Ziel gesetzt habe, höchstmögliche Qualität zu bieten, sowohl was Video als auch Ton angeht. Ich sitze jetzt nicht umsonst hier mit einem relativ teuren Großmembranmikrofon. Da wollte ich schon vernünftige Qualität bieten. Vor allem, als ich angefangen habe, war von vornherein klar, okay, ich möchte gute Qualität, beziehungsweise die bestmögliche Qualität. Allerdings natürlich muss auch bezahlbar sein. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Also ich würde jetzt hier auch keine, was weiß ich, 1.000 € in ein Mikrofon investieren oder so. So, okay, relativ gar kein Eisen. Toll. Okay. Gut, bevor wir hier zu lange kramen, habe ich aber noch eine zweite Anlaufstelle. Mäh. Die ganzen Schafe. So viele. Bergsteiger. So. Und zwar hier haben wir doch was Feines. Nämlich eine kleine Schlucht. Ah, die Schatten müssen noch nachgeladen werden. Okay, mal gucken. Da haben wir Eisen. Wie machen wir das am dümmsten? Okay. Oh, das war knapp. Oh, das wäre was. Gleich in der ersten Folge schon das erste Mal sterben. Das wäre ziemlich ungünstig. So, mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. So, liebe Schafe, bitte lasst mich am Leben. Okay, wir müssen noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, in dieser Schlucht werden wir auch das ein oder andere Mal sein. Und es hoffentlich überleben und dann auch wieder rausfinden. Das ist immer so die größte Sorge, die man hat als Minecraft-Spieler. Kommt man in die Höhle rein, ist ja das eine. Aber dann auch wieder rauskommen, ohne zu sterben, ist dann immer problematisch. Ich überlege gerade, könnte man hier auch noch ein kleines Zwischenlager machen? Oh ja, baue ich mir einfach noch eine kleine Ausbuchtung hin, wo ich dann am besten noch ein paar Truhen reinpacke später. Oh, das klingt doch nach einem Plan. Okay, kein Schweinchen, was uns verfolgt. Huhu, da unten haben wir auch Lava. Jetzt haben wir jetzt erstmal Eisenerz. So, da drüben ist Kohle. Da unten ganz viel Kohle. Würde ich sagen, baue ich mich hier einfach mal weiter nach unten. Wird zwar jetzt schön dunkel erstmal. Ich hoffe, ihr seht noch was. Aber da baue ich mich jetzt wieder nach außen. Damit wir natürlich auch eine Möglichkeit haben, hier nach unten zu kommen. Ah. Entschuldigung, wenn das gerade ein bisschen laut war. Tudum. So, mal gucken, was gibt's denn hier? Dunkelheit. Gut. Gleich in die erste Schlucht, die wir gefunden haben. Bin mal gespannt, ob wir da noch eine vernünftige Mine finden. Okay, da haben wir jetzt alles. Okay, das Schweinchen geht nach oben. Ah, Kohle brauchen wir auch noch. Kohle, Kohle, Kohle.
So. Hehe. Dummdi-dummdi-dumm. So, bin ich mal gespannt. Schön viele Fackeln erstmal machen. Die ganze Kohle dann noch verwenden. Und dann zeige ich euch gleich, wo wir den Bergbau betreiben werden. Weil wir brauchen ja haufenweise Steine und Erde, um da wirklich Terraforming zu betreiben. So, tut mir leid. Hier. Ah. Komm schon. Okay, da haben wir jetzt auch gleich ein bisschen was zu futtern. So, tut mir leid, du musst aber auch noch dran glauben. Auch wenn du süß guckst. Entschuldigung, wir müssen überleben. So werde ich natürlich alles wieder gut machen, keine Sorge. Bloß jetzt gerade am Anfang können wir leider nicht wirklich wählerisch sein, was die Ressourcen angeht. So, Tropenholz, ah, da haben wir ein bisschen Erde. Die Axt brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schön hinterm Wasserfall. Ah, da können wir noch auch was draus machen. Ah, so viele Ideen. Mal gucken. Aber alles mit der Zeit. Gut, es braucht seine Zeit. Das solltet ihr eigentlich kennen. Gerade wer Minecraft spielt, weiß, dass das nicht wirklich schnell geht. Vor allem, wenn man im Überlebensmodus spielt. Wenn man im Creative Mode unterwegs ist, da kann man natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell erreichen. Aber für mich persönlich gibt es da irgendwie keine Herausforderung beziehungsweise kein Ansporn, das zu machen. Also den Creative Mode nutze ich quasi gar nicht. Okay. Weil irgendwie ist ja langweilig, wenn man dann einfach alles hat. Natürlich kann man dann super gigantische Sachen bauen, aber irgendwie möchte man sich das natürlich auch verdienen. So sehe ich das zumindest. Wenn ihr es anders seht, sagt es einfach. Habe ich kein Problem mit. So, mal gucken, was haben wir denn hier noch? Jede Menge mehr Lava. So, wir wollen uns ja nicht wehtun. Verzieh dich, Lava. Okay. So, den Lavafluss mache ich jetzt nicht komplett weg. Wer weiß, wofür wir das noch gebrauchen können. Dementsprechend ist es ganz praktisch, irgendwo ein bisschen Lava zu haben. Und dip. Ah, Hilfe, es wird gerade dunkel. So, jetzt mal schnell das abbauen. Und dann schnell wieder zurück. So, in einer kleinen Schlucht, dann mitten in der Nacht. Eher ungemütlich. Das tat weh. Schön, lass mich hoch, lass mich hoch. Lass mich durch, bin schaulustiger. Dup, dup. Ey. Dup, dup. So. Ich glaube, hier muss ich dann unbedingt noch Treppen anbringen und ein Geländer. Wollen hier nicht runterfallen. So, und jetzt nur noch knapp 100 Meter bis nach Hause. Ist doch was Tolles. Die ganzen Blumen. Oh. Irgendwie, als ich die Welt das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir sofort, okay, daraus muss man einfach ein Let's Play machen. So, ab nach Hause. Oh. Mach die Tür auf. Dadan. Gute Nacht. Jo, neuer Tag, neues Glück. So, wir brauchen einen Ofen. Ja, doch, brauchen Ofen. So, den packe ich mal noch hier mit rein. Ups, ich habe das Haus vernichtet. Wie konnte ich nur? Ja, Ofen kommt später. So, Tropenholz wird das Haus jetzt ein wenig ausgebaut. Um einfach. So, Mann, ging Ofen hier schon? Nee. Komm schon. So. Okay. Ja, nächste Errungenschaft.
Oh, wir haben ja schon viel Kohle. So, erstmal 8 rein und das ganze Eisenerz. So, mal gucken. Zu futtern haben wir noch ein bisschen was. Kohle haben wir. Okay, jetzt mal gucken, die ganzen Mineralien. Schwert, dip, 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 dip. So, ich versuche natürlich auch ein bisschen Ordnung zu halten. Also wenn ich das jetzt total durcheinander bei manch anderen Let's Player sehe, frage ich mich manchmal, wie man da noch durchsehen kann. Ist für mich dann auch nicht nachvollziehbar, weil ein bisschen Ordnung muss schon sein. Beziehungsweise es sollte so sein. So, dann würde ich sagen, wieder auf zur Schlucht. Moment. Was wollte ich jetzt? Das, 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 hier, das. Das wollte ich machen. Kohle haben wir noch dabei. So, und jetzt erlege ich gerade die schönen Berge. Ja, ich habe ein bisschen Stein dabei. Dann baue ich mir mal hier oben jetzt ein Fundament für ein richtiges Haus. Wäre doch ideal. Hier schön oben rauf. Da die Höhle wird noch dicht gemacht. Ach doch. Ich glaube, hier kann man sich gut zu Hause fühlen. Ich muss sagen, ich finde diese hügeligen Landschaften irgendwie viel besser als jetzt diese hier super flachen oder so. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen schade. Also ein paar Hügel sollten schon dabei sein. Ah, ich muss mir unbedingt einen Zettel machen, was noch alles ansteht. Also bei der Schlucht habe ich noch einiges vor. Dann nicht runterfallen. Bei der Schlucht muss noch einiges passieren. Die möchte ich richtig schön ausbauen. Vor allem, dass man dann auch nicht reinfallen kann in die Schlucht. Da hatte ich mir überlegt, so ein kleines Glasdach zu machen. Stelle ich mir ziemlich cool vor. Wie es dann wirklich aussieht, weiß ich noch nicht. Da lasse ich mich dann selbst mal überraschen. Es wird dann noch demnächst eine Erntemaschine soll kommen. Ah, viel zu viele Pläne. Dup, 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 dup. Schaufel, 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 Schaufel. Nein. Es hat die Schaufel dahin gerafft. Da haben wir jetzt erstmal genügend Platz. Die Erde brauche ich jetzt eigentlich erstmal noch nicht. Ah, was hau ich denn jetzt weg? So, kommt wieder. 1, 2, 3. So, erstmal so ein schönes Fundament legen. Nein, war zu viel. Passen wir uns jetzt noch eine schöne Treppe an, irgendwie. Jo, passt schon erstmal. Da brauche ich jetzt noch ein paar Mineralien und ich glaube, wir gehen dann auch gleich nochmal in den hier Sumpf, beziehungsweise in das Dschungelbiom, um uns ein wenig mehr Holz zu holen. Klingt nach einem Plan. Ich hoffe, dass ich es bis dahin dann nicht wieder vergessen habe. Tropenholzbretter. Haben wir einige Erde? Gucken, wie weit ist denn das? Oh, das ist ja schön. So, nichts mehr zum Verwerten. Ich überlege, Pflasterstein. Ja, Fundament machen wir vernünftig. So, passt erstmal. Das wieder rein. Was wollte ich jetzt machen? Verdammt. Okay. So.
Genau da sollen wir dann das hin. Pack da jetzt erstmal die Tropenbretter rein, dass wir ja schon mal einen Boden haben. So, beziehungsweise erstmal außenrum. Außenrum so richtig schön mit Stein. Ich möchte auch, dass es einen stabilen Eindruck erweckt.